Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Last of Us. Wir rennen weiter. Wir rennen weiter. Ne, wir reiten weiter. Okay. Wahrscheinlich kann man mit Pferd nichts einsammeln. Ich muss alles mitnehmen, weil ich weiß, dass ich das Spiel nur einmal spielen werde und dann war es das. Da, bei der Ranch. Unser Pferd. Sie muss da drin sein. Sieht sicher aus. Bist du sicher, dass es sicher ist? So. Naja, gut. Vorsicht! Ellie? Ellie, du. Ellie? Allein geschnappt. Ich halte Wache. Ihr solltet euch mal unterhalten. Messermeister. So. Messermeister. Genau. Um mich von den Klickern zu befreien. Das ist das, was ich will. Genau. Das wäre gut, aber dafür brauche ich ja immer Messer, ne? Aha. Weißt du, und dann, ja, ich bin hier, da komm runter, wenn du hier bist. Halt, 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 halt. Voll. Ja, hier ist noch was. Hier ist noch was. Sehr gut. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Da. Hier will ich mal kontrollieren, ob ich hier was machen kann. Also hier ist sowieso hier, das hier. Das noch. Also sonst habe ich alles aufgefüllt, außer das hier. Okay. Desinfektionszeug brauche ich. Na, so viel. Ich glaube, da oben ist ein Typ, der die festhält. Und zwar ist schon längst runtergekommen. Firefly. Wen haben wir da? Brand Pino.
Okay. Dann wollen wir mal. Heft. Null Punkt. 15 Tage hat die Reise nicht, glaube ich, nur noch immer okay. 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 Ich bin hier. Sag, dass er ein Typ ist, der dich bewacht. Hinweis. Schlafzimmer mit Ellie. Ah, sehr gut. Jetzt kann man es machen. Ich will immer hier alles voll haben, weißt du? Wobei ich nichts benutze irgendwo. So, dann wollen wir mal. Also was haben wir denn hier? Ich habe eine Waffe, nichts mehr, ne? R54. Der wäre noch angebracht für sowas. Gucken wir mal. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gedicht besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht... Was? Sie. Ja, Marie richtig. Marie hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Ah! Ah! Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad.
Und ab jetzt gehen wir getrennter Wege. Lass das jetzt. Wir sind nicht allein. Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Ich habe nur die am besten ist die vielleicht, ne? Ich versuch's. Hallo! Komm, mein Gott, immer die falschen Tasten nehmen, ey, hammerhart. Mann, das geht mir auf den Sack, ey. Nein, Quatsch. Tauschen? Tommy, gib mir Deckung. Vorsicht! Schnappt sich! Tommy! Okay, alles sauber. Gehen wir raus zu den Pferden. Ach du Scheiße, wirklich? Ach du Scheiße, hier hab ich den abgeknallt. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Ach ja.
Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde das gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar. Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Ja, so sieht's aus. Mal sehen, ob ich's jetzt hab. Wenn man den vierten Angriff versaut, kriegt das andere Team den Ball. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Jawoll, ja. Wie war das jetzt? Kann man jetzt... Ich kann ja mal gucken, was haben wir hier so noch, sonst noch. Wir brauchen ja nicht da direkt durch. Wir gucken einfach mal. Ich denke mal nicht, dass wir mit dem Pferd weiterkommen. Wir gehen mal hier rein. Gucken uns erstmal hier um. Nein, ehrlich. Wow. Ruhig, Carlos. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Carlos. Egal so, ey, rutsch mal. Geh noch mal gerade gucken. Wir müssen eh gleich schon mal fährt, denke ich mal. Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Und da sollten wir den Campus überblicken können. Wer hat die eigentlich Campus genannt, das Zeug? Ja gut. Also ich habe jetzt nichts gesehen, was... Und ich war blind. Ich bleib bei Carlos. Ich hasse den Namen. Ich guck mal gerade, ob wir hier nicht was haben. Auf jeden Fall hier was zum... Werkbank ist auch hier. Warte aber mal ab gerade. Okay, ich habe schon was gesehen, aber ich guck noch mal gerade hier. Carlos. Aha, nochmal ein paar Fünfer.
Er war genauso. Naja, okay. Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen. Nichts. 29.8. Nichts. Hatte die nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollten wir draußen sein, wenn hier nicht passiert? 1.9. Ah. Noch nichts. Mark, hör auf zu nörgeln. Wenigstens hast du Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor zu schreiben ist das wahre Elend. 14.9. 5 neue Rekruten aus dem QZ Chicago. Eingang, na endlich. Einer hat mir ein Päckchen Kippen für gute Arbeit gegeben. Nett. 6.10. 6 Typen aus HQ. Eingang. 6 Leute für einen Truck? Da draußen muss es schlimmer sein, als ich mich erinnern kann. Vorratslieferung aus dem HQ-Eingang. Naja, ich habe Äpfel aus einer Kiste stibitzt. Einer für dich. Guten Appetit. 10 Millionen Werwölfe Eingang. Die haben nur für dich reingelassen. Andrea, Happy Halloween. Später zur Vorratsbeschaffung der Stadt. Ausgang. Später zurückkehren. Eingang. Roger hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch. 20.12. Ein Biologe aus San Francisco Eingang, der ist ein richtiges Arschloch. Pass auf ihn. 3 neue Rekruten aus Ex-Korte Eingang. Die haben mir wenigstens frohe Weihnachten gewünscht. Ich habe ihnen verschwiegen, dass ich jüdisch bin. Da feiern die keinen Weihnachten. 22.02. 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus Laboreingang. Laborkram, Entschuldigung. Vier Veteranen, die um Vorräte stritten, Ausgang. Mit all den Wissenschaftlern haben wir eben mehr Neuler zu stopfen. Zwei Veteranen, die im Februar gegangen sind, Eingang, Nachschublieferung aus QZ Dallas, Eingang. Unglaublich, wir haben Hühnchen. Ruf mich gefälligstens sofort, wenn es Abendessen gibt. 4.3. 21.04. 12 Veteranen aus QZ Boston, Ausgang. Ich habe ihnen viel Glück gewünscht. Ach, Ausgang. 12.06. 3 Ärzte, Ausgang. Keine Ahnung, warum die weg sind. 2 Rekruten, Ausgang. John sagte aus was von Aufklärung, aber was suchen sie? 20.08. 14 Tonner und ein Tieflader, Eingang. Ein Truppentransporter Eingang, 2 Fahrer Veteranen Eingang, 4 Fahrer Rekruten Eingang. Einer davon, ein Blondshop, hat mich. Hat mich beäugt. Ich hoffe, er bleibt noch eine Weile. Aber was soll der ganze Aufruhr? Erklär mir mal jemand, was hier eigentlich los ist. Okay. Was haben wir denn? Was haben wir denn da?
Ja, Pfeilenbogen. Pfeilenbogen bin ich nicht so für. Wobei, naja, gut. Rückschuss der Waffe. Das ist nicht schlecht. Ah, Hammer, hammerhart, ey. Den legen wir jetzt da drauf. Der hat nur noch einen, ne? Der ist bei 11, ist er okay. Dann 2. Genau, okay. Hier ist ja noch was. Hier ist auch noch was. Neue Flammenwerfer. Ach du Scheiße, ehrlich? Geil. Das hab ich gar nicht gesehen. Jetzt habe ich die anderen aufgepimpt, ne? Hier gucken wir mal gerade. Was haben wir denn? Flammenwerfer. Scheiße, jetzt kann ich ja natürlich Flammenwerfer nichts machen. Okay. Scheiße. Ehrlich. Fuck it. Na gut, was willst du machen, ey? Na, das hält. Den Flammenwerfer. Was du ist denn mal los? Ach, scheiße. Zurück. Zurück. Ja, das ist gut. Wir gehen mal gerade hier weg. Entschuldigung, wir müssen gerade mal hier weggehen, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Weil da ist ja jetzt Flammenwerfer irgendwo drauf. Ja, hier. 2, das will ich aber noch nicht. Hallo. 2. Ich möchte den zuerst. Okay. Scheiße, ich hätte gerne den natürlich aufgepimpt. Los, rutsch. Und die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, feiern, sich selbst finden, herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Ein Riesenwidder. Das hat ja schon fast was von Religion. Wenn's um Sport ging? Na klar. Oh, es wird kälter. Es wird langsam Herbst. Bin gleich wieder da. Ich warte. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Naja. Klingt nach Runnern. Bleib beim Pferd. Ich schau nach. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Ich bin gleich zurück.
sieht mir zusammengepfuscht aus. Kein Saft. Wir müssen die Tür zum Generator oben noch verkabeln. Bitte sparen beim Benutzen. Wir haben bald kein Benzin mehr. Mal gucken, ob ich wieder kaputt gehe. Aber weißt du was? Ich guck mal gerade was. Mhm. 17 Stunden schon gespielt. Ach, weißt du was? Ich guck nochmal. Danke fürs Zugucken. Gebt die Video Daumen hoch, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis dann, euer Sai, würde ich mal sagen. Und dann gucken wir mal, was da oben ist. Bis dann, ciao.